Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Life in the Woods. Ja, Newland ist noch nicht da. Ja, das wird wohl hoffentlich nicht mehr so lange dauern, der arme Kerl. Und ich wollte euch was, ich habe schon gezeigt, Mann, ich wollte euch gerne was zeigen, was Newland mir gestern gezeigt hat. Und zwar, wie man so einen Golem baut. Und zwar, das ist jetzt ein Eisengolem, den kann man auch, glaube ich, aus Erde oder sowas machen. Oder wie auch immer. Den Typ hier. Hallo. Den kann man sich ganz einfach bauen. Das wusste ich nämlich noch gar nicht. Ja, warte. Und zwar, wenn du dir den da hinstellst, dann beschützt er dein Gebiet so. Ne? Da, wo du bist, der beschützt dich dann auch einfach. Das finde ich total cool. Und da ich ja eh noch haufenweise Eisenblöcke habe und so. Ja, klar, warum nicht? So, und dann bin ich gestern looten gegangen. Und zwar, oh, Newland, ey, scheiße. Oh, die gehen auch bald kaputt, ne? Ja, komm, ich zieh die nochmal an. Ich will nochmal wissen, ob ich die irgendwie reparieren kann. Das wäre schön. Ich nehme die Sachen jetzt mit, weil ich gleich nochmal, denke ich, auf, Kampf stellen werde, wenn es dunkel wird. Warte mal. Alles klar. Kontrolle. So, die Bäume sind auch noch da und jetzt wollte ich euch was zeigen in dem Zeitraum, als ich dann auf normal gestellt habe. Oh, die Musik ist jetzt aber ein bisschen laut. Moment. Ey, komm zurück. Komm, wo bist du denn? Entschuldigung. Ja, ich weiß. Sorry. So, in dem Moment, als ich nämlich, ich hab zu Newland gesagt, gestern nach der Aufnahme, ich so, pass auf, ich mache jetzt Monster an. Ja, mach das. Läuft er natürlich hier rum. Ja, natürlich. Schnut. Läuft er natürlich hier rum und dann kamen natürlich die Viecher und haben hier alles zerrissen. Alles zerrissen. Also der Superherd ist auch weg. Ach, das ist, ja, dann ist das jetzt so. Und wir haben hammer viel verloren, aber wir haben noch unsere Burger retten können. Und jetzt ist hier halt der ganze Kröselkram da und ja, es ist sehr viel verloren, aber dann, meine Güte, das fand ich jetzt nicht so schlimm. Ich habe ihn ja auch vorgewarnt, oder? Und wie gesagt, die ganze Ecke da, die war komplett zerrissen. So. Ich würde nämlich jetzt sagen, ich gehe jetzt mal auf Suche nach Kürbissen, weil ich finde diese Golems total super. Ich finde die echt nice. Wie gesagt, ich wusste das vorher ja nicht. Und ja, warum nicht, ne? So, lass mich mal durch. Ich wollte auch gerne mal das Haus weiterbauen und ich brauche noch, ich nehme jetzt mal noch ein paar... Sorry. Aber ich brauche Federn. Und Kürbisse hätte ich gerne. Ja, die Shader lasse ich jetzt vorerst noch ein bisschen aus. Weil es gibt eigentlich so einen Maulwurf. Nichts, okay. Ich habe es nicht getan. Ich war das nicht. So, haltet euch fern von dem Kotwasser hier, ja, ihr Lieben? So, Stuhlgangwasser. Ich habe, ja, beim Reisen und so habe ich ja natürlich... Oh, danke, Feder ist super. Beim Reisen habe ich natürlich genug Kürbisse gefunden und sowas, aber... Ja, wir hatten bei Newland 2 vorm Haus... Warum macht meine Tastatur das? Es geht hier mit merkwürdigen Dingen vor sich. Jetzt habe ich keinen Hammer und nichts mit. Oh, super. Ich nehme mal ein bisschen hier was mit. Na, Schlangi-Langi. Ah. So, weil...
man weiß ja nie, ne? So, wen habe ich da denn jetzt umgebracht? Vielleicht sollte ich nicht mein Schwert nehmen. Ich hätte gerne ein paar Kürbisse. Gerne. Ich bin traurig, ich war schon Level 50. Ja, meine Güte, meine Güte, meine Güte, ne? Auch das werde ich überleben. Wo bin ich denn hier? Das ist der Strudel des Todes. Ob es da Kürbisse gibt im Urwald, weiß ich nicht. Ich weiß nicht. Ja, ich will es jetzt trotzdem nochmal probieren. Ich habe schon mal probiert, einen End anzugreifen, aber das geht tatsächlich nicht. Warum nicht? Ich bin böse. Ja, ist mir egal. Ist nur ein Spiel. Und dieses Spiel mag ich sehr. So. Ich bin jetzt echt noch am Überlegen, ob ich jetzt wegen Server hin und her. Und hier, Pilze. Sehr gut. Ich nehme jetzt mal hier. So, danke. Weil ich musste nämlich gestern nochmal los und nochmal Pilze holen. Ich nehme jetzt von allem echt etwas mit, weil ich habe mich super geärgert. Wie gesagt, ich brauchte ja dieses fermentierte Spinnenauge. Und das war ja auch an sich kein Problem, ne? Nur halt, wie gesagt, dass uns das Haus zersprengt hat. Aber wie gesagt, das war jetzt echt, war Pillepalle, das war okay. Und da musste ich nochmal los und Pilze holen und dies und das. Und weißt du, wenn du mal so eine kleine Runde drehst, dann hast du gleich alles da, was du vielleicht brauchen kannst. Und jetzt habe ich, oh, ich habe nichts mitgenommen, ne? Habe ich hier was drin? Nö. Okay, ich geh's mal weiter. Ich besuche einfach nur Kürbisse. Aber die sind schön. Die nehme ich mit. So. Vielleicht ist die Musik gerade ein bisschen unpassend, aber... So, ich muss mal jetzt. Tut mir leid. Du bist keine Kuh. Haben wir noch irgendwo was? Das ist ein Äpfelchen. So, ich gehe mal auf kleine Loot-Tour. Sinne, naja. Jedenfalls möchte ich nicht die Viecher bei uns am Haus da irgendwie umnotzen. Das fände ich jetzt ein bisschen doof. So, das ist eine Ziege. Du gibst doch auch hier Dings, ne? Ich suche... Warte mal. Ist das... Nee, das ist Moos. Okay. Das ist noch ein Schwein, aber ich hätte gerne lieber eine Kuh. Da es dunkel wird, möchte ich eigentlich ganz gerne lieber auf eine freie Fläche gehen. Das würde mir besser gefallen. Wenn ich dann kämpfe... Hier mal so lang. Hallo. Ich gehe gleich mal auf die freie Fläche. Hier, da ist noch so eine Ente. Die hat vielleicht noch eine Feder für mich. Sorry. Oh, hier liegt noch was. So. Und das Schöne ist, ich habe ja jetzt Nachtsicht. Finde ich richtig gut. Man kann jetzt auch in die Richtung laufen. So, ich stelle gleich auch nochmal um. So. Jetzt nochmal hier drüber. Ja, okay. Und dann bringe ich... Oh, ich bin hier direkt am Tempel. Okay. Auch das ist in Ordnung. So. Eine Kuh hätte ich gern.
Ich glaube, hier ist es okay, wenn ich mich hier hinstelle zum Kämpfen. Dann mache ich aber erstmal die Schlange da weg. Und wenn die mir dann da gleich noch in die Quere kommt, dann kriege ich einen Hals. So. Hier so. Hier fände ich das, glaube ich, ganz gut. So, ich mache jetzt nicht normal, ich mache trotzdem auf einfach. Da ist auch schon einer. Da ist ein Creepy. Wolf, Alter. Wolf? Okay. Spinnen. Ja, ist egal, ich nehme alles. Ich nehme alles. Hier, Schnucki. Komm her. Du kleines Knochenchen. Ganz schön klapprig, wa? So, weil so habe ich es nämlich gestern auch gemacht und das lief super. Naja, wie gesagt, das Haus hat ein bisschen gelitten, aber ja, meine Güte nochmal. Was ist er denn, Alter? Was ist das denn für ein Kranker? Auei. Warte, ich bring dich mal schnell um auf dem Weg hier. Huch! Bäh. Warte. Es greift mich noch was von hinten an. Stress nicht rum hier. Alter. Alter, hier greift mich ja alles an. Sogar so eine kleine Pissratte, ey. Alter Schwede. Kommt mal klar. Da ist noch eine Spinne. Und wie gesagt, also ich kann mir vorstellen, dass man halt noch ganz viele Ingredienzen braucht. Aber ich gehe nicht in die Nähe vom Haus. Das mache ich ganz bestimmt nicht. Da, wo ich baue, da will ich meine Ruhe. Oh Gott. Ich kann mir halt, wie gesagt, vorstellen, dass man ordentlich noch... Was bist du denn für ein krankes Schwein, ey? Da ist noch eine Spinne. Ja, komm her. Oh nein. Oh, irgendwie tut er mir leid. Aber nur ein bisschen. So, Kollegen. Ich bin hier. Oh. Das wird aber... So, das wird mir jetzt... ein bisschen zu krank. Ich habe jetzt keine Lust, hier zu sterben wegen so einem Scheiß. Warte mal. Ja, ich weiß, das ist feige, aber dann ist das jetzt so. Boah. Ah. Lass mich mal kurz warten. Ich werde jetzt hier nämlich nicht sterben. So. Aua, ich tue mir hier weh. Wartet. Warte. Ganz kurz. So. Kannst du überhaupt was sehen da? Hm. Ah, das mit dem Wolf, das... Naja, gut, okay, ne? Da ist... Was ist denn das? Das ist noch ein Skelett. So. Da ist der Boden zerrissen. Ah, Spinne. So, Dankeschön. Du stresst mich. Da hinten ist noch ein Creepy.
Alle creepy peepy. Creepy peepy. Schön. Toll. Oh, da. Da. Huch! Wo kommst du denn her, Kollege? Die schlagen sich da gegenseitig die Fressen ein, ne? Werwölfe kann man doch eigentlich nur mit einem... War das nicht mit dem Goldschwert? Fuck. Okay, zur Not stelle ich gleich um. Halsmaul! Der hat mich auf dem Schirm. Boah, ich bin zu nah am Haus, oder? Nee, das wird nix. Ich sehe ja gar nichts hier, ey. Verdammte Scheiße. Nee, das wird nix. Das wird nix, das wird nix, das wird nix. Nein. Das mache ich nicht. Das mache ich ganz bestimmt nicht. Okay, ich muss Newland warnen. Oh, Alter, ich glaube, ich muss ihn echt warnen. Was war das denn? Eine Fliege? Alter. Alter, wie scheiße war das mit den Werwölfen? Boah, ey. Nee, war. Also meins war es jetzt nicht. Toll. So. Nimm das Ding jetzt auf. Oh, geht nicht? Echt nicht? So. Fäden haben wir, Schwarzpulver haben wir, flacher Lack. Achso, ja, ja, genau. Spinnenauge. So. Ich geh mal. Oh nee, ne, jetzt nervt doch nicht rum. So. Ich gehe jetzt nämlich ein bisschen ernten. So, weil. Ich meine. Mal ganz ehrlich, also wir haben ja genug Burger und so, ne? Also das ist ja jetzt nicht das Problem. Ich sehe das eher als Problem, dass wir, dass halt die ganzen anderen Ressourcen weg sind. Und gerade beim Weizen ärgere ich mich, weil ich finde, der Weizen ist nicht so viel da, wie die ganzen Soja-Dinger, ne? Also ist da noch was drin? Nee. Entschuldigung. Also Soja, da hast du einen 16er-Stack und du hast so viel Soja. Du hast die ganze Sojamilch, du hast den Tofu, du hast alles. Und um den Weizen tut es mir eher mehr leid. Ja. Der Weizen ist so... Ja, darum lasse ich jetzt auch das Feld da drüben stehen. So. Ach so, genau. Und dann habe ich ja meine Enderlilie unten im Keller eingepflanzt. Und ich wollte mal schauen gehen, was die sagt. Ob die schon ein bisschen gewachsen ist, das interessiert mich. Und ich mag es halt, weil ich habe halt die Schuhe, ich kann aus egal welcher Höhe fallen, ich werde nicht sterben. Das finde ich super klasse. Und, hier, Candelilla, genau. Ah, da ist was erwachsen. Sehr geil. Daraus machen wir Wachs, weil das wusste ich erst ja auch nicht. Ich kann nichts mehr aufnehmen, oder was? Das ist doch nice. So, packen wir erstmal die Sachen da rein. Und das mache ich dann neben den Aufnahmen, also außerhalb der Aufnahmen. Nehme ich, räume ich da so ein bisschen auf und dann ist gut. Ist hier noch irgendwas fertig? Nee, schade, okay. Ich glaube, die wachsen aber auch bestimmt besser auf Sand, oder? Kann das sein?
Weil ich habe sie auch aus der Wüste. Ich lasse sie einfach mal da. Und wenn sie wachsen, wachsen sie. Zur Not nehme ich die Samen raus und hau die irgendwo anders hin. Warum mache ich das eigentlich noch auf? Was ist hier eigentlich noch drin? Weizenkörner haben wir noch. Sunflower Seeds, Hafersamen, Kaffeesamen, Soja. Ja, doch, sieht doch gut aus, ne? Ich finde das so cool, ey. Man kann einfach nur so mega fett springen. Ich finde das so schön. Und ganz ehrlich, jetzt kann ich eigentlich auch schon mal ein paar Sojabohnen da reinschmettern. Ich schmetter euch rein, Freunde. Ach, bescheuert, du kriegst einen 16er Stack, weißt du? Und das Ende vom Lied ist, was waren das immer? 2 oder 7 oder so bleiben immer über. Das finde ich total bescheuert gemacht. Also ganz ehrlich, hätten die auch ein bisschen anders machen können. So. Ja, ich könnte es jetzt auch aufteilen, aber nein. So, Rucksack. Habe ich da noch irgendwas? Das Weizen würde ich eigentlich gerne mal hier lassen. Gebratenes Schweinefleisch. Ach, das ist ja, natürlich ist das alles schon gebraten, weil ja klar. Salz bleibt hier. Bioplastik habe ich da noch drin. Das kann auch hier irgendwie bleiben. Kaktusfrucht. Was haben wir denn da noch? Hier, da. Die Cheesies lasse ich mal drin. Und eigentlich kann ich auch einmal ganz flott hier neues Brot machen. So. Natürlich. Natürlich. Brot packen wir da mal rein. Und dann haben wir... Warte mal, ich pack die anderen Sachen da einfach mal so rein. Hier, zack. Also, ich würde es schade finden, was ich zum Beispiel nämlich gut finde, dass es nämlich nicht so ist, ist das Katzenschweif, okay. Dass die Lebensmittel, die du halt schon gebraten hast, dass die nicht schlecht werden. Das finde ich richtig geil. Finde ich echt geil gemacht. So. Lass mich mal kurz schauen, habe ich jetzt da noch was drin? Also da... Naja, das packe ich da nicht hin. Das kommt nicht zu den normalen Lebensmitteln. So, das kommt, zack. So. Nase kribbelt wieder, weil... Natürlich, weil ich aufnehme. Blöde Kacke. So. Jetzt, du kannst da noch rein. Und ich glaube, das war's dann auch schon. Das Brot... Packe ich da rein. Frat, 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 frat. Die Blumen nehme ich mit rüber. Dann haben wir noch so ein bisschen Mobblut. Den schmeiße ich da mit rein. War das hier? Ja. Hier, da. Ach, Steak. Ah, natürlich. Ich übersehe mindestens immer die Hälfte. Das ist so. Das ist halt einfach so. So. Schwarzpulver, Federn, Pfeile. Verrottetes Fleisch. Weiß ich nicht, ob ich das noch brauche. Ich packe das jetzt hier erstmal mit rein. Und den Rest nehme ich einfach mit nach Hause rüber. So, und dann schmeiße ich mal die Rüstung auf die Ständer rauf. Auf den Ständer. Ich schmeiße die Rüstung auf den Ständer. So. Oh, wird auch wieder hell. Oh, ich liebe diese fucking Brille. Die Brille dann der Nachtsicht vom... Die Brille des Reisenden. Und dann mit Nachtsicht, ne? Oh, ich bin... Also... Oh. Die geht auch langsam kaputt hier, ne? Oh, ich will das gar nicht. Ich würde gerne wissen, womit ich die reparieren kann. Das würde mich echt interessieren. Jetzt habe ich auch noch die Pfeile in der Tasche. Okay, was wollte ich denn jetzt noch machen? Ich habe unten mein Buch, genau. Ach, ich wollte Kürbisse sammeln, ne? Vielleicht finden wir ja noch ein paar Kürbisse. Stimmt, es ist ja auch noch Nacht geworden. Also von daher ist noch alles im Rahmen. Hier wollte ich... Ich möchte auch langsam mal meinen Wintergarten dahin bauen. Was machst du denn da? Ich glaube, das ist der von Newland. Guck
Kollege, ich hol dich mal runter, ja? Oha. Guck mal, ich war so nett und habe meinen im Keller eingesperrt und Newland hat sein draußen hier draußen rausgelassen und der hängt dann auf den Bäumen. Ich glaube, der hat Bock auf Schleudertraum oder so ein Scheiß. Psycho. Psychoviech. Kleines Kackviech, ey. So, Kürbisse. Haben wir? Wo? Bescheuert, ich habe so viele gesehen, ne? Hut freigeschaltet. Hier, aber ich brauche ein paar Federn, deswegen... Sorry, aber ich muss euch leider umnieten. Höhle. So, das nehme ich mal mit. So, den Hammer habe ich jetzt extra mal nicht mitgenommen. Ich muss nur ein bisschen aufpassen wegen dem Strudel des Todes. Oh, ja, da ist alles gut noch. Oh, meine Nase. Und was ist das mit da unten? Wenn ich da jetzt runterspringen würde, würde ich sterben? Eigentlich ja nicht, ne? Aber ich will ja jetzt Kürbis. Ich wollte euch unbedingt zeigen, wie man das macht. Ich schaue nochmal da rein. Da ist Lava. Ich möchte doch nur ein paar Kürbisse finden. Kürbis. Kürbis. Wo bist du? Kürbis, komm doch her. Ich hab bald doch mal keine Schuhe. Kürbis. Komm her. Bleibst du jetzt stehen? Du brauchst eine Feder. Altes du. Was? Altes du. Ah ja, genau. Hier ist die Lava. Also wie gesagt, ich bin auch schon an Lava gestorben. Fick dich. Goldkies, Alter. Ich raste aus. Das gibt's ja wohl gar nicht, oder? Goldkies hier oben. Oh! Eisenkies. Oh, was ist hier los? Richtig gut. Shane. Das ist ja fast noch besser als zum Kürbis. What is this? Bärenbusch. Weiß ich nicht, ob ich die jetzt brauche. Ist das ein Champignon? Nehme ich mal mit. Ich nehme mal so ein bisschen was mit hier. Na, kann ja nicht schaden. So. Was kann denn nicht so schwer... Ich nehme lieber noch mal ein paar Häute mit. Und Federn. Mein bester Freund, die Kackwurst. Ich weiß nicht warum. Also manchmal. Jetzt wollte ich den gar nicht töten. Hier, aber die wollte ich mal töten. Danke. Dich auch. Danke. So, aber wenn man hier so einen Kürbisgarten findet, dann hat man ja natürlich auch wieder einen Kürbis. Haben wir hier noch irgendwo einen Kürbis? Garten? Jetzt wird es wieder dunkel. Ich finde die Brille fürs LP super geil. Aber das hatte ich, glaube ich, auch schon erwähnt, oder? So, was ist hier? Wilde Karotte, nehme ich mit. Dass ja wieder dunkel wird. So. Aber eigentlich würde ich ganz gerne, also ich hätte gerne noch so einen Kürbisgarten eigentlich irgendwie gerne. So, Ziegen und Kühe. So, du auch.
So. In your face. Eigentlich Sünde, ne? Ich habe friedlich gestellt und die arme Drecksau kann sich gar nicht wehren. Ja, yeah, aber du musst nochmal dran glauben. Ja, ist halt so. So, ich hätte gerne noch einen Kürbisgarten. Bitte, gib mir einen Kürbisgarten. Die Dinger habe ich. Oh, sieht das schön aus. Was ein Unterschied, was? Mega nice. Geben Zebras eigentlich auch Haut? Bleib mal stehen, bitte. Ich weiß es nämlich gerade nicht. Sorry, aber eigentlich auch nicht sorry, weil es war ja beabsichtigt. What does the fox say? Muss erstmal auschecken, wer was hier gibt. So. Okay. So ein Pilzilein. Los Champos. Gibt's ja gar keinen Kürbisgarten mehr. Wir gucken mal. Okay, ich würde mal sagen, ich schmeiß hier noch ein paar Sachen rein. Beere, wilde Karotte, Goldkies. So, und dann könnte man ja hier eigentlich noch so ein Beeren. Ja, was? Nice. Papapam. Ich nehme mal ein paar mit. Oh, und ein Äpfelchen. Sehr schön. So. Kürbisgarten war ja schon nicht schlecht, was? Bin ich schon wieder hungry. Ich hau mir jetzt die Birnen rein. Was man in der Hand hat, kann auch gegessen werden. Also im echten Leben vielleicht nicht unbedingt. Ich möchte euch darauf hinweisen, dass es vielleicht besser ist, wenn man sich erstmal überlegt, was man isst, ja? Also nicht einfach hier im Mund auf und rein oder so, ja? Macht nicht so einen Scheiß. Bitte, nicht. Orangenbeeren, So. Okay, Atlas. Oh, ich bin an dem Arschding vorbei, wa? Wenn ich jetzt hier so lang gehe, also ich meine, ich habe ja einen Kürbis. Ich würde jetzt einfach mal sagen, soll ich den schon nehmen und euch zeigen? Ich meine, man kommt ja immer noch mal rum, ne? Ich guck noch mal, was es hier so gibt. Ja, jetzt kann ich euch definitiv zeigen, wie es geht. So, jetzt habe ich... witzlos, ehrlich. Natürlich. Natürlich bin ich dran vorbeigeeiert, ne? Oh, alte Kacke. Was gibt's hier Schönes? Oh, ärgerlich, ich hab meinen Hammer nicht mit, ne? Oh, ich nehme auch schon wieder zu lange auf. Ja, dann sag ich mal, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn du Bock hast, bist du bestimmt wieder dabei. Ich merke mir mal hier den Ort hinter dem Haus. Ich laufe jetzt nach Hause und in der nächsten Folge zeige ich dir definitiv, wie man diesen Eisengolem herstellt. So, tschüss!